Der Film Dazio ist der erste Film von Moncho Armendáriz, der danach eine vorzügliche Karriere machte als Regisseur von sehr engagierten Filmen. Der kam 1984 in die Kinos und wurde sofort ein großer Kritik- und Publikumserfolg, was ziemlich beachtlich ist, wenn man bedenkt, dass es eine sehr ungewöhnliche Geschichte ist. Es ist fast ein dokumentarischer Film, aus dem ein Spielfilm wurde und erzählt ganz einfach die Geschichte eines einfachen Köhlers in den Bergen von Navarra. Entstanden ist der Film tatsächlich als Nachfolge von einem dokumentarischen Film aus dem Jahre 81, der Moncho Armendáriz im Rahmen einer ganzen Reihe für die Behörden, für die neuen demokratischen Behörden in Navarra gedreht hatte. Und dieser Dokufilm hieß ganz einfach Köhler aus Navarra und erzählt aus dem Leben und aus den Erfahrungen von verschiedenen Köhlermachen aus Holz, die immer noch in diesen die 80er Jahren Köhle aus Holz produziert. Die Geschichte hat Moncho Armendáriz fasziniert und er hat sich als Ziel gesetzt, daraus einen Spielfilm zu drehen, basierend auf dem Leben eines dieser Köhler, Dazio Ochoa. Der Produzent, der erfahrene und immer alerte Produzent Elias Querejeta war sehr angetan von dieser Geschichte und finanzierte den ersten Film von Moncho Armendáriz. Er war auch einer der ersten Filme, die mit öffentlichen Mitteln der neuen demokratischen Behörde subventioniert wurde. Das ist auch politisch extrem interessant, weil die politische Aussage des Filmes, falls es eine gibt, also überhaupt nicht in dem damaligen Rahmen passt. Es wird einfach die Geschichte eines Mannes erzählt, der frei von allen Bindungen in den Bergen bleiben möchte. Und es wäre fast ein Anarchist des 19. Jahrhunderts. Diese Lebensoption des Köhlers wird keinesfalls verherrlicht, aber auch nicht bemitleidet, sondern es wird mit allem Respekt erzählt, wie er diese anachronistische Lebensform bis zur letzten Konsequenz durchzuführen versucht. Filmisch fällt der Film auf für die extreme Schlichtheit der Mittel. Das ist ganz erstaunlich in einem Erstlingwerk. Moncho Armendáriz entfaltet hier eine erstaunliche Meisterschaft mit ganz schlichten und, möchte man sagen, elliptischen Mitteln, die er auch mit Aufnahmen der Natur und einem sehr, sehr schlichten, aber subtilen Gebrauch der Musik kombiniert. Ansonsten ist der Film rein chronologisch erzählt, extrem elliptisch und subtil. Also einige Szenen sind sicherlich nicht leicht zu drehen gewesen, wie die Szene mit dem Wildschwein. Und andere sind mir immer in Erinnerung geblieben, zum Beispiel die Szene mit dem Unfall des Kindes und wie Dazio danach an der Brücke mit einem Kollegen fischt und ein Auto hin und zurück fährt. Das werden Sie sich im Film in Ruhe ansehen können. Es ist wirklich extrem schlicht und rührend. Auf jeden Fall ist es einer der bedeutendsten spanischen Filme der 80er Jahre und vor allem einer der originellsten. Den kann ich wirklich nur innigst empfehlen.